Bevor das eigentliche Special startet, möchte ich noch sagen, dass ich mit der Bearbeitung dieses Specials teilweise große Probleme hatte, da ich das Projekt nicht rendern konnte, weil es immer mal wieder Fehler auf der Timeline gab. Egal, ob ich den entsprechenden Fehler jetzt gelöscht habe oder nicht, der Fehler trat immer wieder auf. Deswegen habe ich das Video so aufgenommen, ich habe es abgespielt und das komplette Video nochmal aufgenommen. Problem an der ganzen Sache, es gab dabei Haker. Also es hängte oft. Deswegen habe ich versucht, diese Haker zu entfernen, so gut ich es eben kann. Ich hoffe, es stört euch trotzdem nicht so sehr. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem eigentlichen 100 Abonnenten-Special von mir. Viel Spaß! Servus Leute, zuallererst bevor irgendetwas anderes kommt, danke, danke, ich habe die 100 Abonnenten erreicht, danke vielmals an einfach an alle, an jeden einzelnen von euch Abonnenten, danke. Falls sich meine Stimme etwas anders anhört, das liegt daran, weil ich hier mit Webcam aufnehme logischerweise und ausnahmsweise nicht mit diesem Mikrofon hier, sondern mit dem Mikrofon der Webcam, weil sie ja da links und rechts Mikrofone hat. Ja, man sieht hier mein Knie, na und, ist egal, weil ich sitze ganz so da. Auf jeden Fall, danke vielmals, ich habe die 100 Abonnenten erreicht. Ihr könnt schon hier im Video, je nachdem, ich weiß wieder mal nicht, wo ich die Kamera hinpacken werde, links, rechts, keine Ahnung wo. Auf jeden Fall, ihr seht da ein Video von mir. Es ist, wie ich etwas zeichne. Es ist, um genau zu sein, ich werde eventuell noch ein kleines Bild hinzufügen, damit ihr auch seht, was das werden wird. Es ist Alice Megatroid, eine Toho-Figur, um genau zu sein, meine Lieblings-Toho-Figur, die Puppenspielerin, die siebenfarbige, wie sie sich ja nennt. Und ich habe mir gedacht, so, ich könnte ein bisschen was über mich erzählen, aber andererseits habe ich dieses Video jetzt schon zweimal versucht aufzunehmen. Aber die Webcam fiel beide Male aus und glaubt mir Leute, ich hatte so einen Krampf, dieses Video hier aufzunehmen, weil ich habe ausnahmsweise hier links neben mir meinen Laptop stehen. Den benutze ich zwar nicht so oft, aber nun gut. Ich muss nämlich diese Webcam hier mit Klebeband musste ich am Außendeckel des Laptops befestigen und habe ihn dann so gekippt, dass hier die Webcam dann so nach unten zeigte, auf den Bürotisch. Und so habe ich das hier aufgenommen. Ich wollte es eigentlich in Zeitraffer abspielen, allerdings ging das leider auch nicht, weil ich habe es im Zeitraffer versucht und ja, das Ergebnis war nicht so schön, denn das Bild hakte sehr herum und es war kaum was zu sehen. Also wirklich. Deswegen gibt es hier eine Originalgeschwindigkeit, wie ich so zeichne. Das Video dauert eine Stunde und 20 Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob ich da davor noch irgendwas hinzufüge oder nicht. Auf jeden Fall danke vielmals. Ich habe die 100 Abonnenten endlich geknackt nach all den Jahren, wollte ich fast schon sagen. Nee, nach so langer Zeit. Ich habe zu Beginn, wo ich angefangen habe, hatte ich eine ganze lange Zeit, ich glaube, das war sogar ein halbes Jahr oder so, nur 3 Abonnenten. Einer davon wurde sogar der Kanal davon geschlossen. Allerdings habe ich dann schon bald wieder den dritten bekommen und ich hatte die ganze Zeit nur 3 Abonnenten. Später dann mit der Zeit kam immer mehr hinzu. Ich mache jetzt schon mittlerweile über 1,5 Jahre YouTube. Und ich habe soeben noch mal nachgeguckt hier auf meinem Internet Explorer. Mozilla Firefox, oh, ich schlage schon. Wollte ich eben mal kurz auf meinen Kanal noch gucken. Ich habe den 101. Abonnenten bekommen. Geil. Auf jeden Fall, ja, ihr merkt, ich freue mich. Ich kann immer nur sagen, danke, danke, danke vielmals an jeden einzelnen von euch. Und ich gucke die ganze Zeit woanders, denn ich kann nicht in die Webcam direkt reingucken. Das ist so, wie wenn mir jemand gegenüber sitzt. Ich kann keinen in die Augen gucken. Ja, ist leider eine Macke von mir. Und ich habe so überlegt, so, ja, Wolf, was machst du als Special? Hab so überlegt. Mir ist nichts eingefallen, denn ich habe
Ja, mir ist echt nichts eingefallen. Ich habe schon viel früher überlegt, wo ich noch die 50 Abonnenten hatte. Ich hatte lange genug Zeit zum Überlegen. Mir ist bis vor kurzem nichts eingefallen. Doch dann, einer meiner neuesten Abonnenten, um genau zu sein, mein 100. Der Stuxer LP, hat mich darauf hingewiesen, so, ja, das besprechen wir auch in einem Video. Allerdings wird das Video erst viel später kommen, nach Resident Evil Zero. Hat so gesagt, ja, mach mal ein Speedpainting. Ja, habe ich mir gedacht, wäre schön. Ich habe schon mal ein Let's Draw gemacht, aber dieses Mal verwende ich wenigstens auch die bessere Webcam, das ist gut, und auch bessere Qualität. Dachte ich mir so, ja, nicht schlecht. Ja, und was ist das Besondere daran? Hat er so gemeint, so, ja, mach doch mit Webcam. Und okay, und da dachte ich mir so, okay, ich weiß schon, wie ich das mache. Ich nehme zuerst das Video auf, also das hier, Video, ihr wisst Bescheid, wie ich zeichne. Und danach, also das jetzige Video, das hier und jetzt, wie ich mit, ja, wie ich mit Facecam aussehe, ist blöd gesagt, aber ihr seht mich hier und ich sehe euch aber nicht, aber ist vielleicht auch besser so. Falls man Geräusche von nebenan hört, ich habe das Mikrofon der Webcam noch nicht wirklich getestet, nur einen einzigen Testversuch und die beiden Testversuche, die fehlgeschlagen sind am Laptop. Weil ich muss dazu sagen, am Laptop kann ich die Facecam auch aufnehmen, aber dann hakt es sehr rum, dass wenn ich einmal so wedle, dann ist es so zack, 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 zack irgendwie. Und das kann ich euch nicht bieten, weil ja. Auf jeden Fall, ja, wegen Resident Evil Zero. Ich habe das Spiel gestern beendet. Boah, ich bin fertig damit. Neue Projekte kommen auf mich zu. Was tue ich hier? Ich werde verrückt. Ich bin einfach viel zu glücklich. Auf jeden Fall, ich müsste eigentlich noch Halo 3 aufnehmen. Ja, nur leider, wie gesagt, die Xbox gehört nicht mir und da kann ich schlecht was machen. Nach Halo 3 würde The Walking Dead kommen. Nach Resident Evil Zero, welches jetzt auch beendet wurde, habe ich auch schon ein Startprojekt, also ein Projekt mit an den Start gemacht. Das ist Hunting Ground. Habe ich auch schon oft genug darüber erzählt, aber nun gut. Ja. Und Mega Man Overload, ist ja klar. Danach habe ich auch schon zwei Projekte und ich müsste, ja, gucken, wie mache ich alles. Und der Stux LP, so hieß er, ich hatte fast den Namen vergessen, hat so gesagt, so, ja, erzähl mal was von dir. Erzähl mal was von dir. Oder so in der Art. Und ich dachte mir, okay, ich habe schon eigentlich oft genug über mich erzählt und ich lege das Handy hier mal lieber weg, denn das liegt genau neben der Webcam, also hier, Handy, la 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 la. Wenn das jetzt angeht, dann hört ihr den Sound so dröhnen. Blah. Auf jeden Fall, ihr merkt, ich mache gern Späße, wenn ich merke, dass die Facecam an ist, weil ich kann mich dann nicht konzentrieren und ich fange dann an rumzuspielen, rumspäße. Naja, vielleicht mag man das, vielleicht mag man es nicht. Jetzt hört man das, glaube ich, nebenan. Ja, wer telefoniert hier? Lass mich, ich hoffe, er stört keinen. Denn ihr merkt, höchstwahrscheinlich, wenn ihr es nicht schon in den Videos gemerkt habt, ich lebe nicht alleine, nicht in einer Wohnung, sondern ich lebe in einem Haus. Das Haus hat zwei Stockwerke, zwei. Der untere Stockwerk gehört meinen Eltern, meiner Mutter und meinem Stiefvater. Das obere Stockwerk gehört mir und meinen beiden Brüdern. Der eine ist gleich hier gegenüber, der andere ist den Gang runter. Der Gang ist aber nicht so lange, nur, was wird das sein? 3, 4 Meter Länge natürlich. Und ja, da hat man natürlich nicht immer Zeit zum Aufnehmen, vor allem wenn man auch zwei Hunde zu Hause hat, dann kann das ganz schön rund gehen. Deswegen möchte ich mich für die ganzen Störungen, die immer in den Videos geschehen, entschuldigen. Und falls auch hier Störungen kommen, tut es mir leid, aber ja, ich kann das nicht verhindern, weil ich werde es schlecht aufnehmen können mitten in der Nacht. Und ja, ihr seht jetzt zum Beispiel, da hat die Facecam rumgesprungen, weil ich habe natürlich auch ein paar Mal versehentlich dagegen geschlagen. Logisch, wenn der Laptop hier genau neben mir steht, da schlägt man immer dagegen. So mit den Ellbogen, so zack, zack, zack. Nee, so natürlich nicht. Aber naja, ich bin mal ein paar Mal versehentlich drangekommen und die Bildqualität könnte sich jetzt echt bessern. Hallo, hallo. Naja, egal, auf jeden Fall. Ihr wollt vielleicht wissen, wo ich lebe. Ich lebe in Österreich. Ja.
Ich werde euch zwar nicht genau die Stadt sagen, allerdings lebe ich nahe der italienischen Grenze, ungefähr ein paar Kilometer weg, im Haus. Wenn du jetzt Hansi wieder her spuckst, das hatte ich am Laptop hier auch gerade zweimal. Ja, nahe der italienischen Grenze, ich werde euch nicht genau sagen, wo. Und ja, lass mir mal überlegen, was könnte ich denn so erzählen? Vor allem, wenn das Bild nicht langsam besser wird, kotze ich. Naja, ich werde das fertige Bild, ich habe es hier sowieso noch liegen, da drüben, also da drüben, neben meinem kleinen Bäumchen, was nur mehr ganz wenig Blätter hat, Nummer 5, oh, ist sowieso ein Baum, der nur wenig Blätter hat, aber egal. Ich werde euch das am Ende des Videos, also ich werde ein Foto davon machen, werde euch zeigen, wie es eigentlich aussehen sollte und werde dann, ja, beides am Ende einspielen, damit ihr seht. Und ja, damit ihr es am Ende seht, wie das ausgesehen hat. Und ich werde natürlich, weil ich hier nicht eine Stunde sonst irgendwas labern möchte, werde ich vielleicht Tauro-Musik einblenden, denn immerhin ist Alice McElroy ja ein Tauro-Charakter. Einer meiner beiden Lieblingscharaktere. Der andere Charakter ist Marissa Kirisame, aber das ist irgendwie logisch. Meiner Meinung nach sind die beiden die Hauptfiguren, nicht Remo Hakurai, weil die ist ja auch ganz gut, aber nee. Und ja. Ich habe hier, ich kann euch mal sagen, was ich ungefähr habe. Aber hier habe ich Nintendo GameCube, PlayStation 2, Nintendo 64, 2 NES, 2. Eigentlich auch noch ein Super Nintendo. Das steht allerdings aktuell drüben bei meinem Bruder, weil er und seine Freundin Donkey Kong Country zocken. Boah. Und ja, ich habe hier noch meinen Videograbber. Leider will ich mich jetzt eigentlich nicht bewegen, weil ansonsten, das Bild könnte echt mal besser werden. Hallo. Weil ich möchte jetzt nicht den Videograbber hierher holen, weil ich Angst habe, ich könnte die Webcam berühren und dann fällt sie aus und dann könnte ich kotzen. Egal, lassen wir es. Auf jeden Fall so ein Billigsteil von, lass mich lesen, wie heißt das? Hanistech DVR 2.5, so heißt der. Wo ich jetzt endlich dank den guten Stux-LP jetzt herausgefunden habe, wie ich die Qualität verbessern kann. Yes! Da kann ich euch auch bessere Videos bieten. Auf jeden Fall, was habe ich sonst noch zu erzählen? Ich hätte, lass mich überlegen, ich hatte so viel zu erzählen und kaum ist die Webcam an. Zack, alles weg. Nebenbei, ich kann nicht schnipsen, überhaupt nicht. Ich kann auch nicht pfeifen, also. Ich kann nur so. Ja, mehr kann ich nicht. Ja, interessantes, genau. Interessantes Thema aus der Bringst Wolf, also echt. Nee, das ist immer so ein. Kennt ihr das so? Rampenlicht und so weiter. Ja, gut, Rampenlicht kann ich es nicht direkt nennen, aber so, wenn man weiß, okay, wie kann man das erklären? Zum Beispiel, du arbeitest etwas oder du machst irgendetwas, keine Ahnung was, und auf einmal bemerkt man, hey, die Leute beobachten einen. Man stellt sich auf einmal so dämlich an, das glaubt ihr gar nicht. Das ist wie der Vorführeffekt beim Let's Playen. Ist genau dasselbe. Und noch etwas, da ja die gute Enfala. Hallo Enfa, falls du das guckst, da sie ja auch viele Zeichenvideos macht, viele gute Zeichenvideos, wie ich finde, habe ich mir so gedacht, ja, aber schon vor längerer Zeit, wo ich das Let's Try to Draw gemacht habe, so, ja, machen wir das mal nach. Also ist diese Idee hier in gewisser Weise geklaut von den Fahler. Ich möchte nicht das Wort geklaut verwenden. Ich eifere eher nach. So kann man es vielleicht am besten erklären. Ich muss euch noch etwas sagen, nämlich was. Diese Figur hier, also keine Ahnung, wo ich nichts packen werde. Auf jeden Fall sehe ich es hier, denn ich gucke mir das Video gerade an. Was diese Figur Alice Megatroid betrifft, das Einzige, was ich eigentlich zeichnen kann, sind Pokémon. Also zum Beispiel Akani, Nachtara. Und was Menschen betrifft, weil Alice Megatroid ist ja ein Mensch. Na gut, eigentlich ist sie halb Mensch, halb Yokai oder irgend sowas in der Art. Aber sie hat eine menschliche Gestalt, ihr wisst, was ich meine. Ich kann absolut keinen Menschen zeichnen, wirklich. Ich habe es mal versucht für eine Freundin. Sie hat gemeint, also ich war mal mit jemandem befreundet und sie meinte so, ja,
Da habe ich auch so ein bisschen gezeichnet, allerdings war ich mehr so auf dem Dämonentrip, habe ich Teufel und so weiter gezeichnet, weil sie sehr detailreich waren. Ihr werdet am Ende dieses Videos dann sehen, was ich damit meine, wegen Schatteneffekt und so. Und sie meinte, ja, zeichne mal ein Bild von mir und Porträts kann ich nun mal nicht. Da habe ich mich erstmal dagegen gewehrt, lange Zeit. Und dann hat sie gemeint, so okay, hat sie mir ein Bild hingelegt und gesagt, zeichne das mal. Ich habe es versucht und ja, mir gefiel es überhaupt nicht. Ihr hat es sehr gefallen, weil ihrer Meinung nach habe ich sie ziemlich gut getroffen, aber ja, mir hat es nicht gefallen. Und ja, meine Haare, ich weiß, die sind etwas länger. Hier, guckt, zack. Ich wollte eigentlich morgen zum Friseur fahren. Werden wir gucken, ob ich das schaffe. Und ja, auf jeden Fall, mir hat das Bild nicht gefallen. Und ja, ich kann keine menschlichen Personen so nicht mal zeichnen, was auch daran liegt, nicht an meinen Händen, aber an die Hände der Personen, die ich zeichnen muss. Ihr werdet in diesem Bild auch sehen, was ich meine, weil es sieht scheiße aus. Also die Hand von Alice sieht scheiße aus. Und ich will euch noch sagen, dass ich bei dieser Zeichnung mehrere Fehler gemacht habe, alle zur selben Zeit, weil der Kopf. Ich muss mal hier auf die Zeichnung gucken. Ja, sehe ich nur so halb das Bäumchen verdeckt zeichnen. Supi. Baum, du stellst dich gegen mich. Egal. Also nicht wirklich Baum, aber Pflanze, Hauspflanze, Zimmerpflanze, wie auch immer. Laptop, hast du ein Geräusch von dir gegeben? Falls ihr es gehört habt, sorry. Ihr habt nichts gehört. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe beim Kopf mehrere Fehler gemacht. So, ich glaube, der Kopf ist ein bisschen schmaler geworden. Bei der Hand habe ich Fehler gemacht. Und um genau zu sein, habe ich sogar sehr, sehr viele Fehler gemacht. Das Problem ist, wenn man so einen Fehler macht, wie soll man den ausbessern? Man muss improvisieren. Und genau das habe ich in diesem Bild, diesen hier, ziemlich oft machen müssen. Vor allem habe ich auch einen schwerwiegenden Fehler beim Buch gemacht. Aber nun gut. Lassen wir es, das ist jetzt egal. Oh, ich habe gespoilert. Alice Megatron trägt ein Buch. Ich werde das Bild sowieso irgendwo an der Seite einblenden oder keine Ahnung was. Vielleicht zeige ich auch das Logo, was mein Bruder für mich gemacht hat. Wer weiß. Ich schweife total vom Thema ab. Ich wollte ein bisschen was über mich erzählen. Hat der Stux auch gesagt. So, ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, wie gesagt, ich komme aus Österreich. Ich habe normalerweise einen ganz anderen Dialekt. Aber den werde ich jetzt nicht sagen. Den hört man in den ersten paar Videos von mir und den mag ich selber nicht. Ganz im Ernst. Ich bin, nicht ich bin, weil das lerne ich erst noch. Ich mache eine Bürokaufmannlehre. Also Bürokaufmann, ihr wisst, Bürokrat kann man das sagen, ich weiß nicht genau. Nun gut, ich sag's mal so. Bürokrat, Bürokaufmann, ihr wisst, was ich meine. Zweites Lehrjahr. Ich bin, und jetzt haltet euch fest, ja, das stimmt. Ich bin 24 Jahre alt. Und da wir heute den, hau mal kurz ab, Becher. Ja, 16. Da wir heute den 16.01., also 16. Jänner 2015 haben, habe ich in 10 Tagen Geburtstag. 26. Jänner. Dann werde ich 25, aber ich gehe auf die 30 zu. Ich bin ein alter Knochen. Und wahrscheinlich hört mein Bruder mich da drüben nehmen, aber ist mir egal. Ja, was wollte ich denn sonst noch sagen? Ich habe noch so viel gehabt. Muss mich überlegen. Es wird mir nicht sein, weil ich nervös bin. Ja, was will ich könnte sagen, was ich gerne für Musik höre. Das würde aber auch keinen Sinn ergeben, weil ich eigentlich sehr viel Musik höre. Ich habe einen Betäubler, wo liegt nur jetzt da drüben? Ach, ich bin zu voll zu holen. Aber ich habe nur ungefähr, lass mich nicht lügen, 850 Lieder. Das sind jetzt vielleicht nicht so viele, aber ich höre alle. Ich habe keins umsonst. Ne, 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 ne. Natürlich auch den Soundtrack von Scarlet Letter Rhapsody, von Rosenkreuz Stilette, von vielen Spielen, auch Super Mario, Donkey Kong. Ach, so schöne Lieder teilweise. Ich habe aber auch noch, ich habe aber, lernen sprechen, Hirn. Ich habe aber auch noch viele andere Lieder, nicht nur reine Computerspiellieder, sondern auch viele normale Lieder. Ich habe Oldies, ich habe
verrückte Lieder, die kein Mensch hören würde, Lieder in allen möglichen Sprachen, zum Beispiel Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Russisch, Lateinisch, was noch? Rumänisch? Ich weiß jetzt nicht, ob das Rumänisch ist, aber ich glaube ja. Rumänisch, Italienisch, habe ich schon gesagt, oder? Nee, weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall viele verschiedene Sprachen. Und ich esse gern Süßigkeiten. Ja. Ja, ich habe vielleicht schon in meinen Videos, zum Beispiel bei Mega Man 3 Cry Out, da weiß ich auf jeden Fall noch, dass das war, habe ich ein bisschen was über Serien gesprochen, so Anime-Serien, Zeichentrickserien, welche ich gern gucke. Und da kann ich auch noch sagen, mal sagen, genau, mal zeigen. Hier ist meine Fernbedienung von meiner Festplatte hier, Multimedia. Ja, ich mache Werbung hier, Fantech, falls man es lesen kann. Ja, ich weiß. Da habe ich so verschiedene Serien oben. Ich guck mal hier. Ich muss mir merken, welche Folge. Okay, 23. Ich zeige mal ein bisschen leise, nicht, dass hier losgeht. Wow. So, hat mein kompletter Flaut losgemacht. So, was haben wir denn hier? Weg da, weg da. Ich habe zum Beispiel, was kann ich so sagen, was ich so habe? Aladdin, Alfred, Jodokus, Quack, Jetzt die Tiere den Wald verließen, die Animaniacs, Anne mit den roten Haaren, Ariel, die Meerjungfrau, Beetlejuice, die Bionic Six. Boah, sind die geil. Ja, ich mag sie. Vor allem die alten Serien damals von Supertell und RTL 2, die sind generell cool. Bob Moraine, Donker, Stilistiker, Luxus aus Hollywood, Chip und Chap, die jetzt rechts, Darkwing Duck. Jetzt kommen wir zum, das, was ich mir in letzter Zeit sehr angucke, von World Masterpiece Theater. Das Mädchen von der Farm, die Kinder vom Berghof, die kleine Prinzessin Sarah, die singende Familie Trapp. Dann habe ich die DuckTales, eine fröhliche Familie, die Extreme Dinosaurs, Freakazoids, 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 geile Musik, Gargoyles auf den Schwimmen der Gerechtigkeit, Goofy und Max und noch so viel mehr. Allein schon in diesem einen Ordner hier, in dem Kindheitsbaum, so nenne ich ihn, habe ich alleine 45 Serien. Okay. Im Anime-Ordner 58. 58 Animes, die ich auf meine Multimedia-Festplatte habe, die habe ich absichtlich nur, um sie zum TV anzuschließen. Ja, gucken wir mal. Natürlich habe ich hier auch Filme in vier verschiedenen Kategorien: Animation, Anime, normalen Zeichentrick. Aber ich mag die alten Zeichentrickfilme, also Tom und Crosby und die Mäusebrigade oder die Däumeline. Boah, gute Filme. Auf jeden Fall genug gelabert. Darüber. Das hat man jetzt vielleicht gehört, dass ich die Fernbedienung weggelegt habe. Egal, egal. Auf jeden Fall, was könnte ich sonst noch sagen? Ich habe kaum was über mich erzählt. Das ist ekelhaft. Ekelhaft ist vor allem, wenn ich die Webcam sehe, fällt mir nichts mehr ein. Ja. Was ich lerne, habe ich gesagt. Was ich gerne esse. Ja, gerne Nudelgerichte. Was ich gerne gucke. Ja, so Zeichentrickserien sind geil. Ja, warum ich so ein Zeichenvideo mache, wird. Ja, die Webcam, ich bin nervös und so weiter. Ich war auch während des Zeichnens nervös, weil ich mehrmals gezittert habe und das hat es mir nicht gerade leichter gemacht. Ja, ich zeichne sehr gerne, allerdings mache ich es sehr, sehr selten. Warum? Weil ich zu faul dafür bin. Ich bin ein extrem, extrem fauler Mensch. Der faulste, den ich kenne. Und, aber wie ihr bemerkt, wahrscheinlich aufgrund dieses Videos hier oder das Let's Try to Draw Video noch mit meiner alten Webcam, wo ich nach Tara gezeichnet habe, oder ich habe ein Facebook auf Facebook ein Bild gepostet, wo ich die Zeichnung von Naktara und Akani hatte. Also ihr merkt, ich kann ganz gut zeichnen, aber ich mache es viel zu selten, weil ja, das ist es gerade. Das ist was Besonderes. Was Besonderes muss selten sein, damit es auch weiterhin besonders bleibt. So denke ich, so handle ich. Ansonsten so, was spiele ich gerne? Ich spiele sehr gerne Retro-Spiele, sehr gerne Jump'n'Runs. Ich bin gut darin, ja, ich habe Skill darin. Auch in Mega Man.
Ich gucke die ganze Zeit da unten auf meine Maus. Ja. Ja, Nervosität und so. Und ich spiele sehr gerne Halo, was man vielleicht gemerkt hat, weil ich habe hier, Moment, da liegt zum Beispiel Halo 3, darunter liegt das Remake von Halo 1, Halo Combat Evolved. Und drüben bei meinem Bruder sind noch, lass mich lügen, Halo 3 ODST, Halo Kampf um die Zukunft, Halo 2, ich habe hier auch noch ein Halo 2 für PC, Halo 4, habe ich Halo 3 ODST schon gesagt? Falls nicht, sag es nochmal, Halo 3 ODST. Nur leider funktioniert dieses Halo 2 hier nicht mehr auf meinem Computer, was ich sehr schade finde, aber nun gut, sei es drum. Und ich merke gerade, ich labere schon ziemlich lange. Naja, auf jeden Fall, ja, was könnte ich jetzt noch sagen? Dumm, wenn ein Gesprächsstoff ausgeht. Ich weiß, ich bin unglaublich professionell. So was von, Punkt, Punkt, Punkt. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich möchte mich nur sowas von bei euch bedanken. Ich bin so überglücklich. Ich habe die 100 Abonnenten geknackt. Ich hoffe, es werden noch viel mehr. Ich bin nicht gierig, aber bitte. Ihr wisst, weil, ja. Dann erhöht sich die Publika? Was ist Publika? Egal. Das Publikum, also die Personenanzahl, erweitert sich immer mehr. Man bekommt mehr Zuschauer. Wenn die das auch teilen, bekommt man noch mehr Zuschauer und noch mehr und immer so weiter, bis man dann sehr viele Zuschauer hat. Und ja, bei mir, ja, ich mache auch gelegentlich Kanalvorstellungen, also warum nicht? Und was ich auch sehr gerne machen würde, wenn meine Technik stimmt dazu, dann manchmal Internetschwierigkeiten und so weiter, bla bla bla. Ich würde sehr gerne Let's Play Together machen. Ja, falls ihr Bock habt, mit mir Let's Play Together zu machen, dann seid nicht schüchtern. Sagt es mir, schreibt mir per PN und sagt, hey Wolf, hättest du mal Lust, ein Let's Play Together zu machen? Keine Ahnung von welchem Spiel, aber ich hätte Bock. Und dann sage ich so, ja, warum nicht? Ich habe mehr als. Ganz im Ernst, ich habe mehr als genug Spiele, die ich zugewandt wollen würde. Zum Beispiel den zweiten Teil vom Sailor Moon Super Nintendo Spiel. Da haben ja der Seronimus LP und ich mal versucht, allerdings war das ein Griff ins Klo, weil da, ja, mein Computer, Punkt, 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 wissen wir alles Bescheid. Und auf jeden Fall, ihr könnt auch sagen, hey Wolf, mein Kanal ist noch nicht so super, könntest du vielleicht eine Vorstellung machen, also meinen Kanal irgendwie präsentieren oder dann würden wir mal gucken, wenn ihr mein Abonnent seid. Da habe ich gerade sowas am Laufen, nämlich die Pokémon Schwarz und Weiß Extreme Randomizer Nuzlocke. Wenn ihr mich abonniert habt, dann könnt ihr, oh, Bildschirmschoner am TV. Wenn ihr mich abonniert habt, dann könnt ihr unter dieses Video, es ist sowieso das erste Video, was ihr seht, wenn ihr auf meinen Kanal kommt, könnt ihr, ja, unten im Kommentar Pokémon äußern, die ihr sein wollt, oder es sagt einfach ja, gib mir irgendeins, das wäre sogar noch besser, dann würde die Chance steigen. Dann würde ich sagen, oh, guck mal, ein geiler Gladi. Das nenne ich nach, nehmen wir mal ein Beispiel Stuxalpö. Dann habe ich ein geiler Gladi, was Stuxa heißt. Ja, geil. Denn ihr kennt das ja schon von meiner Bloody Platin und von meiner Smart Randomizer Nuzlocke. Ja. Und sowas mache ich sehr gerne, weil es unglaublich Spaß macht, glaubt es mir, Leute. Und es wird garantiert noch mehr kommen. Vielleicht kommt irgendwann mal auch ein Livestream. Ich habe momentan nicht die Technik dazu, aber und auch nicht die Zeit vor allem, aber vielleicht irgendwann mal. Oder wenn ihr so sagt, so, ja, Wolf, ich würde sehr gerne Gastkommentator in einem deiner Videos sein. Lässt sich da nicht was machen? Natürlich lässt sich da was machen. Ihr müsst mich einfach nur anschreiben, per PN oder keine Ahnung wie. Und dann werden wir das alles schon fixen. Nur keine Sorge. Ich bin, was das betrifft, sehr offen. Hat man ja auch zum Beispiel gesehen, als ich das erste Mal mit dem Jovo wirklich so über Skype gesprochen habe oder mit dem Stuxer. Da habe ich sie auch gleich in Hunting Ground eingeladen als Gäste. Das ist so geil, das ist so cool. Zweierlei, vor allem, dass die beiden bei mir Gast waren. Und Hunting Ground, das Spiel ist echt geil, auch wenn ich einen Mörderschiss davor habe. Es ist geil. So, ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt, ihr könnt sie gerne stellen, ich beantworte alles.
Ich antworte auf nahezu jedes Kommentar. Ich lese mir auf jeden Fall alle durch und alle, auf die ich antworten kann, auf die antworte ich. Manchmal kann man ja auch nicht auf Kommentare antworten, das ist das Problem an der Sache. Oder ihr schreibt eben die Kommentare so, dass man dann wirklich nicht darauf antworten kann, so wie, ja, Wolf, danke für die, danke, nein, ja, Wolf, du hast 100 Abonnenten, Glückwunsch. Da kann man doch nur schreiben, danke vielmals und so. Aber eine wirkliche Antwort, nun gut. Nun gut, nun gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin für alles offen. Ihr könnt mich anschreiben, kein Problem. Oder mir Fragen stellen, was auch immer. Wie gesagt, ich bin für alles offen. Und wenn die Webcam sich da einigermaßen fangen würde, dann würde ich sagen, ja, eins muss ich sagen, ich habe dieses Video hier, also das da mit Zeichnen und so, das habe ich nicht einfach so gezeichnet, denn wie ich nun mal bin, ich höre sehr gerne Musik. Wirklich sehr gerne. Und ich habe das gezeichnet, während ich die ganze Zeit Musik gehört habe. Ich höre auch Musik, wenn ich zum Beispiel lerne für Berufsschule oder etc. Und wie gesagt, ohne Musik kann ich nicht leben. Wirklich, überhaupt nicht. Ich habe immer und immer, egal wo ich bin, egal was ich mache, auch jetzt habe ich immer wieder Lieder im Kopf. Automatisch, aber das ist schon in meinem Unterbewusstsein drin. Und ja, auf jeden Fall, ich werde euch hier die Lieder bei diesem Video jetzt, da ich schon 30 Minuten labere, what the fuck? Ich werde euch auf jeden Fall die restlichen Lieder hier, die ich auch gehört habe, als ich jetzt gezeichnet habe, werde ich euch vorspielen. Das ist nämlich der Scarlet Letter Rhapsody Soundtrack. Falls wer damit nichts anfangen kann, dann drückt ihr einfach am Ende des Videos, da seht ihr, wie die Zeichnung fertig aussieht. Und ja, das Originalbild dazu werde ich euch auch noch zeigen. Und wer weiß, je nachdem, ob ich Lust und Laune habe, das weiß ich jetzt noch nicht, werde ich da vielleicht irgendwo im Video das Logo einblenden, was mein Bruder für mich gemacht hat. Er hat zwei gemacht, eines mit Schriftzug und eins ohne. Ich werde euch vielleicht das mit Schriftzug zeigen. Vielleicht zeige ich euch auch beide, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ja, ich bin ein sehr spontaner Mensch, das auch noch. So viel zum Thema, ja, erzähl mal was über dich, was habe ich erzählt? Ich habe erzählt, dass ich aus Österreich komme und dann nahe der italienischen Grenze lebe. Ich habe erzählt, wie alt ich bin, wann ich Geburtstag habe. Ich habe erzählt, was ich gerne esse, was ich gerne gucke, dass ich gerne Musik höre. Ja, so wirklich informativ was nicht, ich weiß. Ja, dass ich sehr spontan bin und so. Dass mir auch dementsprechend nichts einfällt, weil ich nervös bin, weil ich die Webcam die ganze Zeit vor mir sehe. Webcam. Und dass ich rumblödle, wenn ich das sehe. Na, auf jeden Fall. Und dass ich mich wiederhole, das ist vielleicht auch noch eine Sache, die ich erzählen sollte. Ja, ich wiederhole mich oft in Videos. Ja. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das Video jetzt noch zu Ende angucken oder zum Ende vorspringen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und noch ein gutes Abschlusswort brauche ich. Mir fällt keins ein. Fail. Na, auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Wer das Ergebnis will, geht ans Ende. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Wenn ihr das gefallen, wenn ihr das, ich spreche wieder, wenn euch dieses Video gefallen habt, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr dieses Video eventuell teilen über, was gibt's, Google Plus, Facebook oder Twitter, was weiß ich, was nicht alles gibt. Vielleicht bekomme ich dadurch mehr Zuschauer, das würde mich sehr freuen. Hier zukünftig sollen auch gute, richtig gute Projekte kommen. Und auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, ich beende dieses Sprechgefehle, was ich hier die ganze Zeit habe. Ja, ich glaube, ich beende es jetzt und werde euch das restliche Video hier mit Musik zeigen. Das war mein 100-Abonnenten-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich wissen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder in irgendeinem anderen Video. Wer weiß. Vielen Dank.